Erstaunlich ist, wie viele Unglücksopfer ihre Gipsbeine dort spazieren führen, wo sie eigentlich, wenigstens vorläufig, nichts mehr zu suchen hätten. Sie scheinen magisch vom Tatort angezogen. Die Unbefangenheit, mit der sie durch die Landschaft humpeln, zeigt, wie gut es der skifahrende Mensch gelernt hat, mit dem Gipsbein zu leben. Es gehört dazu wie die Reifenpanne zum Autofahren. In den letzten Jahren mehrten sich die Anzeichen eines regelrechten Gipsbeinkultes. Man lässt sich auf die steifen weißen Hüllen Autogramme schreiben oder ulkige Verzierungen malen. So bleibt ein Souvenir an die aufregendste Erholung in Eis und Schnee.